Heaven Players versus Blickfänger. Ja, der Teamlevel ist jetzt nicht grandios gestiegen, aber was soll's. Wir sind ja eh momentan, was das angeht, sehr hoch. Wie gesagt, in diesem Teil ist 99 echt keine Kunst zu bekommen. Wie man sieht, bekommt man so viele Erfahrungspunkte. Das ist mir nicht mehr normal. Wir hauen direkt mal einen Kaiserpinguin 7 rein. Kennt man ja aus den anderen Teilen, wenn ich direkt einen Langschuss benutze. Habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ah, okay, ein Blocker ist drin. Das ist der, ne? Genau. Okay, Windhose abgeschwächt. Na, wenn er jetzt nicht reingeht, ist auch nicht verkehrt. Ankerangler wieder. Ja, er hält. Ist aber okay. Denn hier haben wir die Möglichkeit mit Digiscan. Mit Digiscan, der gerade nichts bringt, zu punkten. Das ist die Frage. Jumbo Presse könnte faulen. Ich hoffe nicht. Kein Fall, okay. Dann Katana Kick. Let's go. Wundervoll. Dann haben wir das 1:0. Hat er jetzt was eingesetzt? Ich habe hier gerade nie aufgepasst. Naja. Komm, jetzt Digiscan. Komm schon. Yes. Ja, Digiscan hätte ich gerne auf Maximum Level, auf plus 2 X, Y und Z. Eins von denen. Aber wir kommen durch. Und. Ah, ich habe gehofft, dass ich noch schießen kann. Feuersense gewinnt zwar den Kampf, aber ich habe Angst, dass wir jetzt faulen. Ja. Wisst ihr jetzt, warum ich verdammten Sandman haben möchte? Genau aus diesem verdammten Grund. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Genau deswegen. Ist das jetzt abseits? Nö. Ja, dann Katana Kick. Let's go. Warum denn nicht? Meteor Block. Ah ne, vorhin hat er gerade nicht. Der hat vorhin nichts eingesetzt. Weil so viel TP hatte er nicht gehabt. Wir könnten jetzt Korpus rausholen. Aber ich würde sagen, Soul kann auch mal wieder rein. Deswegen hier Soul kommt rein. Ja, irgendwann kann auch mal draußen bleiben. Dann machen wir das so. Ja. Dann bist du schon wieder. Oh, das ist schon wieder auf deren Hälfte. Ey, die timen das richtig gut, ne? Muss man sagen. Guck mal, Wandi. Hol dir den Ball mit Mega. Meister mega stark. Ich finde, das passt ganz gut zu ihm. Zumindest, dass so eine komische Kreatur rauskommt. Okay. Na komm, wir zimmern einfach drauf, damit wir auch mal Flugfischfinale mal leveln. Wir haben ja leider nur 2. Zwei Fernschüsse. Okay, blocken. Windhose. Schuss abgeschwächt. Wird wahrscheinlich gehalten, ne? Ja, Ankerangler kommt und dann hält er ihn. Ja, safe.
So, Soul, hol dir den Ball mit dem wunderschönen Kartentrick. Wundervoll. Und dann kommt mal Magma-Bögen wieder zum Einsatz. Hatten wir schon lange nicht mehr. Und Level Up auf Magma-Bögen. Wow, geil. Schon 4. V4, das gefällt mir sehr gut. Wundervoll. Okay, wir haben 3-0 geschafft. Das heißt, 2 Tore brauchen wir noch. Das können wir sicher noch umreißen. Na, no, was? Passt mir jetzt eine Abreibung. Ich fühle mein Digi-Skin jetzt mal öfters trainieren, deswegen werde ich jetzt Samford mal diese Seite austauschen, damit er Digi-Skin jetzt öfter einsetzen kann. So, wir müssen ja langsam auch mal Digi-Scan mal hier fertig kriegen. Ach, come on. Digi-Scan plus 2. Das ist doch nicht so schwer. Also, so langsam nimmt es seinen Lauf. Ja, es geht noch. Gut. Da haben wir auch schon mal V2 drauf. Sehr gut. Ah, verdammt, der blockt noch. Da kommt die Windhose. Nee, diesmal die große Mauer. Er schwächt diesmal aber nur ab. Und kann nichts. Sehr schön, damit haben wir das 4:0. Sehr geil. Lernt. Warte mal, wer... Ich will mal im Kurs was gucken. Wer lernt denn eigentlich noch Techniken? Mal eben kurz gucken. Aufstellung. Du hast 4. Du hast 4. 4. 4. 4. Fair geht vor. Du hast auch schon alles. Auch schon alles. Du hast auch schon alles. Auch. Auch, okay. Ah, bei ihm fehlt noch was. Ich bin gespannt, was es sein wird. Naja, gucken wir mal. Okay, der Rest ist eigentlich schon ausgelernt, was das angeht. Ja, jetzt bin ich nur gespannt, wann ich Ballistenbomber kriege. Um ehrlich zu sein. Ja, komm, ihr wollt euch nicht einig sein, dann hol ich mir mal den Ball mit Altor. Das ist, glaube ich, abseits. Ja, genau das, was ich geahnt hatte. Aber mit Absicht. Ich wollte unbedingt da vorne hin. Okay, Kartentrick. Aber das reicht, glaube ich, nicht für irgendwas. Deswegen machen wir das so. Dann einmal mit Axels Tornado. Naja, das war ja das Schöne daran, dass es ja plus 2 schon war. Ja, Mark hat einfach nichts zu tun. Ne? Ich krieg einfach seine Techniken nicht gelevelt. Muss ich mir wohl dafür sorgen, dass ich die mal offscreen level. Ist ja echt nervig. Falls doch mal irgendwas kommt. Und dann irgendeine starke Attacke und dann können wir die nicht halten. Ohne Kampfgeist. Da! Au, oder das kommt. Ne, wir gehen auf Eiskristallschild. Das sollte er doch halten können. Außerdem haben wir noch Blocker. Ja, easy. Aber ganz ehrlich. Die blocken. Naja, komm, ich probier's. Komm, ich riskier's. Komm, Mark schafft das. Ja. Kein Problem für ihn. So, jetzt sehen wir auch noch mal die neue Technik.
Also noch eine weitere neue Technik. Ja, das passt besser zu ihm. Definitiv. Ja, er verwandelt das und dann von der Größe her passt das eher als dieser Bumerang-Lupfer. Das war ja echt schlimm. Das war echt schlimm. So, Himmelstanz mal leveln. So, dann müssen wir mal gucken, dass er ein bisschen nach vorne geht. Einmal nochmal Himmelstanz. Kann da bitte mal auch mal ein Plus oder ein V dran stehen. Yes, Technik. Was? Abseits? Mist. Ich dachte, es geht noch. Ist das abseits schon? Ich weiß es nicht. Ja, Digiscan! Digiscan! Das funktioniert! Ach komm, das ist abseits. Verdammt. Aber das sollte kein Abseits sein. Mach mal Digiscan. Nein, Bumerang-Lupfer. Ach, Menno. Warum ist ein Bumerang-Lupfer dann bei ihr so stark? Und ich mein Digiscan. Nein, ich... Nee, ich hätte nichts mehr einsetzen können, ne? Ohne Kampfgeister würde ich jetzt hier nicht mehr durchkommen. Aber wir haben ja zum Glück die 5 zu 0. Aber aus Spaß werden wir jetzt einfach mal Berserker rausholen. Noch nicht Level up. So. Damit auch die Zeit auch dadurch schneller vorbeigeht und der Schiri eher abpfeift. Ist auch noch so ein kleiner Trick, den man machen könnte. Durch die Animation geht die Zeit ja trotzdem weiter. Was manchmal echt katastrophal ist. Die Zeit dann weiterläuft, aber was natürlich auch logisch ist, ne, was das angeht. Gut, da haben wir den nächsten S-Rang und wir haben Monster-Mondball bekommen und Salto Mortale. Ein Torjubel und halt das Wappen von den Blickfängern. Immerhin ein paar Sachen mal bekommen, endlich mal. Gut, ich würde sagen, wir gehen dann direkt zur nächsten Mannschaft.